Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ihn kennen wir, er ist Marc Hagenbeck. Hi. Und ich bin der Sagi und wir sprechen heute über den 20. Januar und wir haben heute ein Geburtstagskind, das weltbekannt ist, deutschlandweit bekannt ist, Wiegald Boning. Wiegald Boning? Kennst du? Na Mief? Klar, kenn ich. Mief. Mief. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Richtig. Sowas, genau. Genau, ja. Wiegald. Alles Gute. Hat dann mit den Doofen gemeint, also hat sozusagen mit Olli Dietrich gemeinsam die Doofen dargestellt. Genau. Und da gab es diesen Hit Mief beispielsweise, aber ganz viele andere Sachen. Ja. RTL Samstagnacht gemacht und so, da kann man ja eigentlich erst zum Vorschein. Ja, ja. Wiegald Boning, finde ich gut. Alles gut. Ich auch, ja. Gut. 1967 geboren. Am 20. Januar. Haben wir aber auch ein Fakt des Tages. Und zwar, jeder dritte Facebook-Nutzer ist mit der Seite unzufrieden. Ach. Na, gut, aber trotzdem sind alle dabei. Irgendwie. Na klar. Ja, weil sonst wäre er kein Nutzer. Richtig. Jeder dritte, das heißt, ein Drittel ist echt unzufrieden. Mhm. Bist du zufrieden mit Facebook? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ist ja doof, ne? Also würde ich das nicht nutzen für meine Mentalgeschichten und so weiter, wäre ich da, glaube ich, privat auch schon nicht mehr mit dabei, ganz ehrlich gesagt. Ja? Ja, wirklich. Weil manchmal ist es einfach nur noch nervig. Nur noch nervig. Nur noch nervig. Ja. Am 20. Januar 1984 kam ein Film in die Kinos, der eigentlich nicht offiziell zu dieser entsprechenden Reihe gehörte, aber trotzdem so benannt wurde. 1984? Also es war kein James Bond 007-Film, sondern es war ein Film, der außerhalb stattgefunden hat aus dieser Reihe. Ja? Also wenn man zum Beispiel sagt... Aus dem James-Bond-Universum sozusagen. Richtig, oder? Genau. Es war mit Sean Connery, der dann wieder mal in James Bond gespielt hat und da in Never Say Never Again, sag niemals nie. Und was war da jetzt außerhalb der Reihe? Das war nicht von den entsprechenden Produzenten, bin ich der Meinung. Und das war nicht von den Leuten, die eigentlich James Bond produzieren. Ach so, okay. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob er James Bond 007 in dem Film genannt wurde. Er war, glaube ich, nur Mr. Bond. Aha. Ja. Also es hieß nicht James Bond 007, sag niemals nie, sondern es heißt einfach nur Never Say Never Again. Und gab es den auch nicht als Romanvorlage, also dass sie das erfunden haben, oder weiß man nicht? Das, ne? Kann ich nicht sagen. Weiß man nicht. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare rein. Wir haben ja bestimmt den einen oder anderen Filmfreak hier mit dabei. Schreibt es mal rein. Mit Kim Basinger. Und der Klaus-Maria Brandon hat den Bösewicht. Ah ja, genau, das kann er auch gut. Mhm. Genau. Ja, das war der 20. Januar. Morgen sehen wir uns wieder am 21. Januar. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.